Vielen Dank, Herr Kollege Kasselgert. Als nächstes hat das Wort Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister, in Ihrer letzten Regierungserklärung verkündeten Sie stolz, dass Sie auch Beton können. Und diesmal erklären Sie uns den vermeintlich grünen Kapitalismus. Und Sie behaupten, Ihre Wirtschaftspolitik sei erfolgreich für alle. Aber das gilt leider für viele Menschen in diesem Land überhaupt nicht, für die vielen prekären Beschäftigten beispielsweise. Und es gilt auch nicht für die Menschen, die vom alltäglichen Verkehrswahnsinn über ihren Köpfen oder vor ihrer Haustür betroffen sind. Herr Minister, Sie erfreuen sich an der niedrigsten Arbeitslosenquote in einem Mai seit 37 Jahren. Allerdings muss man auch hier genau hinsehen. Hinter dieser Quote von offiziell 4,5 stehen 153.000 Menschen. Da fehlen allerdings unter anderem knapp 10.000 Arbeitslosengeld II-Beziehende, die älter als 58 Jahre sind, nicht in der Statistik. 3.000 Ein-Euro-Jobber, nicht in der Statistik. Knapp 20.000 Menschen in der Fremdförderung, nicht in der Statistik. Knapp 10.000 Menschen in beruflicher Weiterbildung und noch 20.000 Menschen in Aktivierungsprogrammen und externer Vermittlung. Unsere Bundestagsfraktion errechnet jeden Monat die tatsächlichen Arbeitslosenzahlen aus den offiziellen Statistiken der Arbeitsagentur und kommt für diesen Mai in Hessen auf fast 65.000 nicht gezählte Arbeitslose. Das sind etwa 42 mehr als die offiziellen Zahlen. Und damit reden wir über 218.000 Menschen ohne Arbeit in Hessen. Und die Jobs, die sie haben, werden immer prekärer. Die Zahl der Leiharbeiterinnen und der Leiharbeiter ging in Hessen von rund 65.000, als sie zu ihrem Regierungsantritt im Jahr 2014 auf rund 77.000 im letzten Sommer hoch. Das ist ein Plus von 20 und ist seitdem vermutlich weiter gestiegen. Und dann freuen Sie sich über die vielen neuen Arbeitsplätze, aber Sie erwähnen nicht, dass viele dieser Arbeitsplätze befristet sind, dass sie im Niedriglohnbereich viele sind oder viele in der Leiharbeit geschaffen wurden. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Karikatur, wo die Regierung sich freut, dass so viele neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, und ein Zuhörer sagt, ja, und ich habe allein drei davon, von den vielen neuen Arbeitsplätzen, weil eben viele Menschen von einem Job überhaupt nicht mehr leben können, weil viele Menschen gezwungen sind, bis ins hohe Alter zu arbeiten, weil ihre Rente nicht reicht. Und deshalb, Herr Minister, Sie haben die Lage auf dem Arbeitsmarkt sehr rosig und beschönigend dargestellt. Die gute Wirtschaftslage kommt bei den Menschen überhaupt nicht an. Und das Erste zur Erkenntnis wäre, dass wir endlich einmal über die tatsächlichen Erwerbslosenzahlen reden und nicht über diese geschönten Statistiken, die wir bundesweit haben. Und vielleicht sollten Sie auch einmal einen Blick werfen in den Landessozialbericht der Landesregierung. Daraus geht hervor, dass 900.000 Menschen in Hessen von Armut bedroht sind. Und diese Zahl ist in den letzten Jahren angestiegen, trotz guter Haushalts- und Konjunkturlage. Über 40 der Alleinerziehenden sind von Armut betroffen, jedes fünfte Kind. In Hessen leben derzeit mehr als 170.000 armutsgefährdete Rentnerinnen und Rentner. Und, Herr Minister, dann sagen Sie, Hessen geht es so gut wie nie zuvor. Ich finde, es erinnert mich so ein bisschen an Frau Merkel. Die hat ja auch jahrelang den Menschen erklärt, Deutschland geht es gut. Und da habe ich mich immer gefragt, für manche stimmt das, Herr Bellino. Nur wissen Sie, was ich mich immer frage, wenn man sagt, Hessen geht es so gut wie nie zuvor oder Deutschland geht es so gut. Wer ist denn eigentlich Hessen? Wer ist denn Hessen? Die Bürgerinnen und Bürger, sind das die 1.400 Menschen in Hessen, die ein Einkommen von über 1 Million Euro jährlich haben? Sind das Banken und Versicherungen, die in Frankfurt Milliardengewinne machen? Oder sind es vielleicht die Beschäftigten bei Siemens oder bei Opel, die gerade um ihre Arbeitsplätze bangen? Laut Sozialbericht arbeiten über 500.000 Menschen in Hessen zu Niedriglöhnen, fast jeder Fünfte. Herr Kasseckert hat eben gesagt, es muss sich lohnen, arbeiten zu gehen. Und ein Großteil dieser Niedriglöhner hat übrigens einen Berufsabschluss. Das heißt, wir reden über 500.000 Menschen in Hessen, denen es vermeintlich Hessen geht es ja so gut wie noch nie, die zu Niedriglöhnen arbeiten. Und ich lese Ihnen gerne aus Ihrem eigenen Sozialbericht vor der Landesregierung. Zitat: Der tief gespaltene Arbeitsmarkt führt auf der einen Seite zu wachsenden Vermögen,
Auf der anderen Seite müssen immer mehr Menschen darum kämpfen, ihre Miete bezahlen zu können, gerade in den Ballungsräumen. Obwohl sie arbeiten, können sich viele Arbeitnehmer nicht mehr leisten, was für sie früher selbstverständlich war. Herr Minister, das klingt nicht danach, dass es Hessen so gut geht wie nie zuvor. Und es reicht eben auch nicht, einfach sich das Bruttoinlandsprodukt anzuschauen und das einmal pro Kopf runterzurechnen. Sie müssen sich natürlich die Verteilung anschauen, sonst ziehen Sie falsche Schlüsse. Herr Minister, wenn ich 2 Millionen besitze, wenn ich 2 Millionen € besitze und Sie besitzen gar nichts, dann wären wir statistisch gesehen beide Millionäre. Und deswegen reicht es sich nicht einfach, sich die Wirtschaftsleistung anzuschauen und die runterzurechnen auf die Einwohnerzahl, sondern man muss natürlich die Verteilung berücksichtigen. Und hier haben wir ein ganz großes Gerechtigkeitsdefizit. Und, meine Damen und Herren, wenn Menschen den ganzen Tag arbeiten, aber kaum über die Runden kommen, wenn Eltern ihren Kindern erklären müssen, dass Geld für ein Eis oder ein Kino oder auch einen Kindergeburtstag einfach nicht drin ist, wenn Rentnerinnen und Rentner gezwungen sind, Flaschen zu sammeln, weil die Rente nicht reicht, dann sind das doch Zustände, mit denen können wir uns doch nicht abfinden in einem so reichen Land. Niedriglöhne und prekäre Beschäftigung müssen bekämpft werden. Das fordern auch die Gewerkschaften. Aber Sie sagen, Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung würde vor allem die Menschen treffen ohne ausreichende Ausbildung. Ja, ohne Ausbildung ist man mehr gefährdet. Aber eine gute Ausbildung schützt nicht. 20% der Erwerbslosen haben einen Hochschulabschluss. Und, Herr Minister, auch die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist nach wie vor angespannt, anders als Sie es hier ausführen. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist jahrelang gesunken. Und in Hessen sieht es doch besonders düster aus für junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Und dazu reicht ein Blick auch wieder in Ihren eigenen jährlich entscheidenden Bericht Berufsausbildung in Hessen. Ich habe ihn dabei, den gibt das Wirtschaftsministerium heraus. Ihrem Bericht nach besteht nach wie vor ein erheblicher Mangel an Ausbildungsplätzen. Demnach, Zitat, haben sich die Ausbildungsmarktchancen der Jugendlichen rechnerisch verschlechtert. Und während sich die sogenannte Angebots-Nachfrage-Relation auf Bundesebene verbessert hat, ist sie in Hessen schlechter geworden. Hessen ist auf dem 4. letzten Platz unter den Bundesländern. Schlechter sind nur Schleswig-Holstein, Bremen und Nordrhein-Westfalen. Und das verstehen Sie dann unter gute Bedingungen für Auszubildende. Meine Damen und Herren, nur ein Fünftel der Betriebe bildet überhaupt aus. Fast die Hälfte der hessischen Betriebe haben nicht einmal eine Ausbildungsberechtigung. Und die Ausbildungsquote in Hessen liegt bei nur 4,5% und damit unter dem westdeutschen Durchschnitt. Und sie geht weiter zurück, und das können Sie in Ihrem eigenen Bericht nachlesen. Aber die Landesregierung setzt mit dem Bündnis Ausbildung Hessen wieder darauf und weiter darauf, dass sich die Wirtschaft einfach selbst verpflichten soll, weitere Ausbildungsplätze zu schaffen und der Verantwortung nachzukommen, der sie seit Jahren nicht nachkommt. Aber wie weit man mit diesen Absichtserklärungen und Selbstverpflichtungen gekommen ist, das zeigen die Zahlen in Ihrem Bericht eindrucksvoll. Fast 20.000 sogenannte Altbewerber in Hessen, die dauerhaft unversorgt bleiben, und viele Menschen, die einfach unbemerkt rausfallen aus der Statistik, die rausfallen aus dem Bildungssystem. Bei 22% der Bewerber ist der Verbleib einfach nicht bekannt. Das steht in Ihrem eigenen Bericht. Man weiß einfach nicht, ob diese jungen Menschen untergekommen sind. Und in Ihrem Bericht kann man dann nachlesen, dass davon ausgegangen ist, dass man davon auszugehen ist, dass sie sich, Zitat, faktisch in einer eher schwierigen Lage befinden. So viel zum Thema gute Lage am Ausbildungsmarkt, meine Damen und Herren. Und da erleben wir viel zu wenig Initiative seitens der Landesregierung. Wer im Übergangssystem untergekommen ist, gilt aus statistischer Sicht als versorgt. Auch hier, ähnlich wie bei den Erwerbslosenzahlen, mit erheblichem Aufwand werden hier einfach Statistiken bereinigt und beschönigt. Man redet sich Jahr für Jahr die Zahlen schön, statt endlich die Sorgen und Ängste tausender junger Menschen ernst zu nehmen, die keinen Ausbildungsplatz finden. Und natürlich, man kann natürlich auch als Landesregierung nicht glaubwürdig an die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen appellieren, wenn sich das Land selber aus der Ausbildung zurückzieht und Ausbildungsplätze schafft. Das heißt, das Erste, was man machen muss, ist doch selber als Land wieder mehr Ausbildungsplätze zu schaffen, wenn man der Meinung ist, dass die Unternehmen es auch tun sollten, meine Damen und Herren. Und, Herr Minister, Sie sollten das Thema Ausbildung endlich zu einem verbindlichen Kriterium im Vergabegesetz machen, damit Betriebe, die nicht ausbilden, nicht nur mit öffentlichen Aufträgen belohnt werden. Und nötig wäre generell ein Vergabegesetz, das die enorme Marktmacht der öffentlichen Hand nutzt, um wirkliche Verbesserungen zu erreichen. Aufträge,
die nur noch an Betriebe vergeben werden, die nach Tarif bezahlen, die fair einkaufen und ausbilden, statt an Billigheimer, die die Aufträge in Subunternehmen weitergeben und an deren Ende dann eben ein Wanderarbeiter oder ein Arbeiter steht, der dann für unter Mindestlohn auf Baustellen arbeitet. Aber das gehört eben auch zu Ihrer Bilanz. Ein wachsweiches Vergabegesetz ohne Kontrollmöglichkeiten, das wissen Sie auch, Herr Minister, und das ist vermutlich der Grund, warum Sie die Evaluierung über den Wahltermin verschleppen. Und dort, wo Sie es direkt in der Hand hätten, sorgt die Landesregierung für noch mehr Druck auf die Arbeitsbedingungen. Der hessische Weg der Ausschreibung im ÖPNV sorgt beispielsweise für wahnwitzige Arbeitsbedingungen und Pausenzeiten für Busfahrerinnen und Busfahrer. Oft konkurrieren mehrere Staatsunternehmen miteinander um die niedrigsten Löhne und Arbeitsbedingungen, z.B. die DB gegen die Hessische Landesbahn, gegen kommunale Gesellschaften. Hessen könnte sich für gute Arbeit einsetzen, ganz konkret im hessischen öffentlichen Personennahverkehr. Und Sie könnten sich auch für gute Arbeit einsetzen in der Pflege, indem Sie endlich Personalmindeststandards festlegen, was wir seit Jahren fordern, meine Damen und Herren. Oder auch am Flughafen, eine wichtige Arbeitsstätte, auch gerade für Geringqualifizierte. Da schauen Sie als Fraport-Miteigentümer zu, wie sich die Arbeitsbedingungen immer weiter verschlechtern. Jeder Ausbaukritiker, jeder Fluglärmgegner, der muss sich immer wieder anhören, man gefährde ja die guten Arbeitsplätze am Jobmotor Flughafen. Aber die sind Ihnen doch vollkommen egal. Sonst würden Sie ja nicht dabei zuschauen, wie eine Dumping-Airline wie Ryanair mit Rabatten und beschleunigter Abfertigung gelockt wird und damit Druck auf die Jobs nicht nur bei anderen Fluggesellschaften ausgeübt wird, sondern auch und gerade bei den Bodenverkehrsdiensten, wo Menschen hart arbeiten und sicherheitsrelevante Tätigkeiten denen nachgehen. Und deshalb ist, natürlich stehen wir an der Seite dieser Menschen am Flughafen, die harte Arbeit machen, und sie müssen geschützt werden vor diesen Dumpinglöhnen, meine Damen und Herren. Und Herr Minister, überhaupt, der Frankfurter Flughafen, den haben Sie ja in Ihrer Rede zum nachhaltigen Wirtschaften in Hessen nicht ein einziges Mal erwähnt. Und in der Tat kann man kann an der Stelle des Flughafens von Nachhaltigkeit auch keine Rede sein, abgesehen von dem nachhaltigen Schaden, den Schadstoffe und Fluglärm an Gesundheit, Klima und Umwelt anrichten. Was ist unter Schwarz-Grün aus den grünen Flughafenausbaugegnern geworden? Unter einem grünen Verkehrsminister wird der Flughafen mit Terminal 3 und einem Billigfliegerflugsteig weiter ausgebaut. Ryanair wurde mit Rabatten nach Frankfurt gelockt, und ein 8-stündiges Nachtflugverbot gibt es nicht. Derzeit gibt es nicht einmal ein 6-stündiges. Allein im letzten Monat wurde das Nachtflugverbot 185 Mal gebrochen, also im Durchschnitt 6 Mal pro Nacht. Viele Menschen haben in den von Fluglärm betroffenen Gebieten mittlerweile die Schnauze voll. Viele gehen auf dem Zahnfleisch. Viele sind vollkommen übermüdet, weil sie einfach keine Nacht mal 6 Stunden durchschlafen können. Und mit Ihrer Lärmobergrenze kann es noch lauter werden. Und Ihre viel gepriesenen Lärmpausen, Herr Minister, die machen jetzt erst einmal ein halbes Jahr Pause. Was aus Ihrem grünen Wahlprogramm ist, nichts übrig geblieben. Es ist nichts übrig geblieben. Es ist nicht leiser geworden. Es ist noch lauter geworden. Und warum? Weil Sie sich nicht bereit sind, sich mit Lufthansa und Fraport anzulegen, um die Gesundheit der Menschen in der Region zu schützen, Herr Minister. Und jetzt gibt es einen in diesem Hause, der sich beim Thema Flughafen noch mehr verbogen hat als Sie, Herr Minister, und das ist Frank Kaufmann. Und was sagt Frank Kaufmann den Anwohnern, die um ihre Gesundheit fürchten, im Jahr 2018? Ich habe es gelesen, ich möchte Ihnen das Zitat vorlesen. Frank Kaufmann, O-Ton Frank Kaufmann. Ich will gar nicht bestreiten, dass die Leute so empfinden. Aber die subjektive Komponente ist sehr hoch bei Lärmwahrnehmungen. Ich vermute auch, dass durch unser hektisches Leben, die ständige Erreichbarkeit per Smartphone und all diese Dinge, die einem weniger mentale Pausen ermöglichen, das Nervenkostüm stärker strapaziert wird. Möglicherweise werden auch deshalb solche Effekte als störender wahrgenommen. Nachzulesen in der FNP. Die subjektive Komponente. Nicht, dass es vielleicht eindeutige wissenschaftliche Erkenntnisse zu Auswirkungen von Lärm gibt. Den Leuten in Flörsheim, in Sachsenhausen oder in Offenbach oder von mir aus auch in Neu-Isenburg zu erzählen, sie würden Effekte störender wahrnehmen, weil sie halt ein stressiges Leben hätten. Also das ist schon dreist, Herr Minister, und Sie, dass Sie das auch noch verteidigen, das wundert mich dann doch.
Also einen Zusammenhang herzustellen zwischen einem stressigen Leben, das man führt mit Smartphones, und ein stressiges Leben, das man führt, dass man dann den Lärm stärker empfindet und dass es eine subjektive Komponente ist. Also das finde ich schon, das den Leuten zu erzählen, also das, und das als Frank Kaufmann, der früher auf jeder Montagsdemonstration war, also das ist wirklich absolut dreist, Herr Minister. Was die Situation bei der Energiewende angeht, auch hier halte ich Ihre Zufriedenheit für fahrlässig. Es gibt überhaupt keinen Grund zur Zufriedenheit. Ganz im Gegenteil. Erst am vergangenen Mittwoch hat die Bundesregierung eingeräumt, was lange absehbar war. Deutschland hängt bei den Klimaschutzzielen meilenweit hinterher, und auch in Hessen verfehlen wir unsere Ausbauziele für erneuerbare Energien. Und Ihre Feststellung, dass wirtschaftliche Entwicklung auch ohne steigende Strom- und Energieverbrauch möglich sei, das Wirtschaftswachstum sei vom Energieverbrauch entkoppelt worden in Hessen, haben Sie gesagt. Das entbehrt doch jeder Grundlage. Also, ich habe mir Ihren Monitoring-Bericht mal angeschaut. Und dort ist doch nachzulesen, dass der Energieverbrauch in Hessen doch nicht gesunken ist, sondern der ist doch gestiegen in den letzten Jahren. Und vor allem müssen wir doch, wenn wir über Energiewende reden, nicht nur über den Austausch von Energieträgern reden, sondern es muss doch um einen Umbau der Energiewirtschaft insgesamt gehen, in Richtung Dezentralisierung, Demokratisierung und Rekommunalisierung, weil die Energieversorgung ein Teil der Daseinsvorsorge ist und deshalb in die öffentliche Hand und unter demokratische Kontrolle gehört, meine Damen und Herren. Und Hessen ist eben kein Vorreiter der Energiewende, sondern ein Hinterhertraber. Und das liegt natürlich auch an CDU-Abgeordneten, die hier im Landtag sich zur Energiewende bekennen und dann nach Hause in ihre Wahlkreise fahren und gegen jedes Windrad mobilisieren. Das ist angesichts der Herausforderungen, angesichts der Klimakatastrophe wirklich ein Armutszeugnis. Und wir alle wissen, ein entscheidender Teil der Energiewende ist die Verkehrswende. Es reicht eben nicht, einfach Benzin gegen Akku zu wechseln. Dann haben wir elektrische Autos, aber immer noch verstopfte Straßen, überteuerte Busse und Bahnen und auf dem Land vielerorts nicht existente ÖPNV-Angebote. Wir brauchen nicht weniger als eine neue Art, Mobilität zu denken, aus ökologischen, vor allem aber auch aus sozialen Gründen. Kein Mensch sollte auf ein eigenes Auto angewiesen sein, um seine täglichen Wege zurückzulegen, auch nicht auf dem Land. Bei Schwarz-Grün bleiben davon leider nur noch Mitnahmebänke und Bürgerbusse übrig, wo Ehrenamtliche einspringen und die Aufgaben des Staates übernehmen. Nichts gegen dieses ehrenamtliche Engagement. Aber das ist ein bisschen wie bei den Tafeln. Toll, dass es jemand macht, aber schlimm, dass es sie überhaupt geben muss. Nein, das ist Mobilität als Almosen für Senioren und Mobilitätseingeschränkte. Aber das ist doch kein attraktiver ÖPNV auf dem Land, und es ist erst recht keine Energiewende, meine Damen und Herren. Und Busse und Bahnen müssen billiger werden, am besten für die Nutzer kostenlos zum Nulltarif. Wir wollen, dass viel mehr Menschen als heute Busse und Bahnen benutzen. Und das ist notwendig, um das Klima zu retten, um die Luft in den Städten zu verbessern und eben auch, um ein Leben ohne Auto zu ermöglichen. Und daher ist es klar, dass wir einen Ausbau des Angebotes und der Infrastruktur benötigen. Und das muss eben auch mit Preissenkungen einhergehen und darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und das wäre um einiges gerechter als Ihr Modell von Flatrates für einige Gruppen, während dann eben andere immer noch 200 € für eine Monatskarte bezahlen. Und auch beim Thema Barrierefreiheit, Herr Minister, gibt es noch eine Menge zu tun. Und auch hier geht es sehr langsam voran. Das Wort kam bei Ihnen ja gar nicht vor in Ihrer Rede. Gerade da, wo seit Jahrzehnten ein Ausbau geplant ist, ist die Lage oft verheerend, und die zügige Modernisierung der noch nicht barrierefreien Bahnhöfe, das ist ebenso notwendig wie die Umsetzung eines sinnvollen Bahnsteighöhenkonzeptes. Umständliche Rampen an den Zügen können nur Übergangslösungen sein. ÖPNV muss bedeuten, dass jeder auch den ÖPNV nutzen kann, auch wenn er eine Behinderung hat. Und deswegen brauchen wir endlich den barrierefreien ÖPNV, meine Damen und Herren. Der Autoverkehr kommt vielerorts an seine Grenzen, er vergiftet unsere Städte. Aber hier bräuchten wir eben Preissenkungen beim ÖPNV und die in die Luftreinhaltepläne zu schreiben. Stattdessen lässt sich die grüne Umweltministerin lieber von der Umwelthilfe verklagen. Und während sie für den überhandnehmenden Lkw-Verkehr noch die Autobahnen mit Oberleitungen versehen, verfallen die Straßen im Land munter weiter, gerade die kommunalen. Entweder man kann existenzbedrohende Straßenausbaubeiträge zahlen,
oder aber auf den Straßen Schlagloch-Minigolf spielen, weil einige pfiffige Anwohnerinnen das vor Kurzem in Offenbach inszeniert haben. Hessenmobil wurde systematisch kaputtgespart. Auch das kritisieren wir seit Jahren, meine Damen und Herren. Und hier brauchen wir endlich mehr Investitionen, genauso wie auch in den Radverkehr, wo es wirklich halbherzig ist, was hier passiert, gerade auch im Bereich der unterfinanzierten Kommunen. Wir brauchen eine gute und sinnvolle Fahrradinfrastruktur, damit man eben als auch wirklich eine attraktive Alternative ist, aufs Fahrrad umzusteigen, meine Damen und Herren. Aber insgesamt, die Investitionsquote des Landes bleibt ja nach Ihren Plänen bis 2021 auf einem extrem niedrigen Niveau. Da reden wir dann auch über Breitbandversorgung, Sanierung usw. So und da können Sie, Herr Minister, noch so viele symbolische Bänder durchschneiden. Sie müssen eben auch Geld in die Hand nehmen. Und dann haben Sie gesprochen über die schöne neue Welt des Finanzplatzes Frankfurt, die Sie eben ja, gezeichnet haben mit seinen Banken und Fintechs. Auch diese Beschreibung hält im Realitätscheck nicht unbedingt stand. Denn die Banken bauen auch in großem Stil Arbeitsplätze ab. Tausende sollen allein bei der Deutschen Bank und bei der Postbank gehen, wurde gerade letzten Monat bekannt, während die Manager sich weiter dicke Boni einstecken. Und es ist auch nicht so, dass man aus der Finanzmarktkrise irgendetwas gelernt hätte. Es ist überhaupt nichts reguliert worden, und jederzeit können die Finanzmärkte in neue Krisen stürzen. Ich könnte jetzt noch einige Dinge finden, die ich fragwürdig finde. Sie freuen sich über die Exportstärke Hessens, trotz allen ökonomischen Ungleichgewichten, die sich das mit sich bringt, auch europäisch. Sie reden von grüner Wirtschaftspolitik, und morgen demonstrieren die Bürgerinitiativen aus Langen vor dem Landtag, weil immer mehr schützenswerter Bannwald für den Kiesausbau der Seering geopfert wird. Was ist mit den dringend notwendigen Zukunftskonzepten für die Automobilindustrie oder generell für die Industrie in Hessen? Ihre grüne Wirtschaftspolitik ist weder grün, noch ist sie gut für alle. Es ist vielerorts einfach die Weiterführung von schwarz-gelber Politik. Und dann immer wieder nach Energiewende und Verkehrswende zu rufen, das nutzt nichts. Auch nicht, wenn man noch möglichst oft Digitalisierung und Innovation dazwischen sagt. Das alleine macht noch keine neue Politik. Und leider, das muss man nach 5 Jahren Schwarz-Grün attestieren, der Politikwechsel, der ist leider ausgefallen, meine Damen und Herren. Zum Schluss. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Letzter Satz, Herr Präsident. Den grünen Kapitalismus, den wird es nicht geben. Weil wer die Energie- und die Verkehrswende durchsetzen will, der wird sich mit Konzerninteressen anlegen müssen. Oder um es mit den Worten von Naomi Klein zu sagen, wir müssen uns entscheiden, was wir retten wollen, das Klima oder den Kapitalismus. Und wir wären an der Stelle für Ersteres. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Als nächstes hat sich gemeldet Herr Abg. Kaufmann zu einer Kurzintervention. Bitte sehr, 2 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kollegin Wissler! Zunächst bedanke ich mich für die Ehre, dass Sie gesagt haben, ich wäre noch schlimmer als der Minister. Ich betrachte das zumindest als eine solche. Dann aber sage ich Ihnen, Sie haben mit Ihrem Beitragsteil, wo Sie über den Fluglärm und über meine Person geredet haben, eindeutig klargestellt, dass es Ihnen überhaupt nicht um die Sache, sondern ausschließlich um Polemik geht. Weil man insbesondere, wenn man zitiert, sozusagen nicht nur vollständig zitieren sollte, sondern sich auch an den Fakten orientieren. An dieser Stelle des Interviews ging es um die Stadt Neu-Isenburg. Und die Aussage, die in der Frage steckte, dass die Leute sagen, dort wurde es lauter geworden. Dann habe ich gesagt, angesichts der Tatsache, dass unter anderem, das schiebe ich jetzt ein, Sie immer sagen, das Ganze sei nur eine Lärmverschiebung. Die Nordwestbahn ist eine Lärmverschiebung bisher gewesen, nämlich von der Südanfliegung über Neu-Isenburg auf eine nördlicher gelegene Anflugroute, die den Herrn Boddenberg stärker trifft, weil er mich so freundlich anguckt. Also eine Lärmverschiebung. Deswegen ist es in Neu-Isenburg nicht lauter geworden. Wenn 100.000 Flugbewegungen im Jahr jetzt auf einer anderen Bahn landen, dann kann es nicht lauter geworden sein, nach allen Fakten. Und wenn die Leute dann trotzdem sagen, aber wir empfinden es so, dann sind in der Tat auch subjektive Gründe mit ausschlaggebend. Und darauf habe ich hingewiesen, ohne mit auch nur einer Silbe zu bestreiten, dass ich glaube, dass die Empfindung tatsächlich so ist.
wie sie geschildert wird, weil halt eine ganze Menge Reize auf einen einfließen. Und wenn man Ihnen so zuhören darf oder gar muss, Frau Kollegin Wissler, dann kann man nur feststellen, Sie polemisieren hier, zeigen damit ganz eindeutig Lösungen. Verbesserungen für die Menschen, die rund um den Flughafen leben, wollen Sie nicht. Und genau an dieser Stelle unterscheiden wir uns deutlich. Frau Kollegin Wissler, Sie haben Gelegenheit zur Erwiderung, ebenfalls 2 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kaufmann, wie Sie wissen, komme ich aus Neu-Isenburg bzw. habe da lange gelebt und war da auch, ich glaube, im Jahr 2000 zum ersten Mal bei der Bürgerinitiative gegen den Flughafenausbau damals. Ich habe mir Ihr Interview sehr genau durchgelesen, und ich habe auch nichts aus dem Zusammenhang gerissen, sondern Sie sagen wörtlich, ich will gar nicht bestreiten, dass die Leute so empfinden, aber die subjektive Komponente ist sehr hoch bei Lärmwahrnehmungen. Da sagen Sie nicht, die subjektive Komponente ist sehr hoch bei Lärmwahrnehmungen. Ich habe es gerade vorgelesen. Ich habe es gerade vorgelesen, Herr Boddenberg. Und ich, das ist doch vollkommen egal, wenn man sagt, dass die subjektive Komponente bei Lärmwahrnehmungen sehr hoch ist. Ist es doch völlig egal, ob man von Neu-Isenburg, von Flörten. Kleinen Moment bitte. Kleinen Moment. Erstens bitte ich, die Rednerin zu Wort kommen zu lassen. Zum Zweiten darf ich daran erinnern, dass wir vereinbart haben, von der Regierungsbank keine Zwischenrufe zu machen. Vielen Dank. Ich sage Ihnen einmal etwas zur subjektiven Komponente. Ja, es ist so, dass manche Menschen Lärm subjektiv als schlimmer empfinden als andere. Ich war z.B. in Florsheim gewesen, und da hat mir junge Familien erzählt, sie können nachts nicht mit Oropax schlafen, weil sie kleine Kinder haben und nun einmal wach werden müssen, wenn die Kinder wach werden. Für solche Menschen ist es dann subjektiv natürlich noch viel schwieriger. Aber ich finde, das auf diese subjektive Komponente stark zu machen, das ist ein Problem, weil es gibt auch Menschen, die glauben, dass die Fluglärm nicht stört, aber die trotzdem davon krank werden, weil es objektive wissenschaftliche Erkenntnisse gibt zum Thema Lärmwirkung. Und das wissen Sie doch ganz genau, Herr Kaufmann. Und dieser Satz, und da habe ich nichts aus dem Zusammenhang gerissen, sondern ich habe es genau so vorgelesen, wie Sie es gesagt haben. Und so zu tun, als sei Sie sagen, ich vermute auch, dass unser hektisches Leben, die ständige Erreichbarkeit per Smartphone, all diese Dinge, die einem weniger mentale Pausen ermöglichen, das Nervenkostüm stärker strapazieren, möglicherweise werden auch deshalb solche Effekte als störender wahrgenommen. Was sagen Sie denn damit? Sie lenken doch von dem Problem ab. Sie erzählen, die Leute haben ein stressiges Leben, und deswegen empfinden Sie den Lärm. Frau Kollegin, die 2 Minuten sind um. Sie haben recht. Und deshalb habe ich hier nichts aus dem Zusammenhang gerissen, sondern Sie haben das genau so gesagt, und so ist es auch in der Regierung. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich habe in der Tat recht. Als Nächstes hat nun das Wort Herr Abg. Kollege Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Al-Wazir hat heute eine Bilanz der letzten Jahre vorgetragen. Ich möchte schon sagen, ich finde es schon sehr bemerkenswert, wie ein Staatsminister so auf seine Vorgänger im Amt herabsehen kann, wie er sie beschimpfen kann. Meine Damen und Herren, er geht da nicht nur darauf ein, was er jetzt hier gemacht hat, sondern vor allen Dingen, wo auch sein Koalitionspartner seit vielen Jahren hier in Hessen für Verantwortung trägt. Meine Damen und Herren, also mich hat es schon gewundert, ja, dass Sie sich jetzt erst rühren, Herr Boddenberg. An Ihrer Stelle wäre ich vorher schon einmal ein bisschen lauter geworden, weil es sind die Wirtschaftsminister Posch, Rentsch, aber eben auch der Dr. Riel, der da Verantwortung getragen hat. Und immer waren es die CDU-Ministerpräsidenten, einmal Roland Koch oder jetzt Volker Bouffier. Und, meine Damen und Herren, also so ein Schlaglicht auf Hessen zu werfen und auf die Vergangenheit, meine Damen und Herren, das ist nichts anderes als stillos. Ich finde auch, dass meine Vorredner auf einen Aspekt kaum eingegangen sind. Also zumindest im Redeentwurf, den uns der Staatsminister hat zukommen lassen, spricht er ganz klar davon, dass jetzt die soziale Marktwirtschaft ökologischer werden soll. Frau Wissler ist darauf eingegangen, indem sie gesagt hat,
das wird jetzt der ökologische Kapitalismus. Sie hat an vielen Stellen maßlos überzogen, und ich würde mir kaum irgendeine Stelle dazu eigen machen. Aber wo Frau Wissler natürlich schon am Anfang ihrer Rede schon einmal darauf hingewiesen hat, ist es, dass tatsächlich so ist, wenn man hier den Konsens der sozialen Marktwirtschaft so infrage stellt, wie das der Wirtschaftsminister gemacht hat, dann ist das eine Kriegserklärung an die Beschäftigten der hessischen Unternehmen, nichts anderes. Und, meine Damen und Herren, da wird es dann auch schon sehr schnell, schon auch sehr grundsätzlich. Es passt auch ein bisschen ins Bild. Die GRÜNEN in ihrer Politik nach der Energiewende wollen die Verkehrswende, wollen die Ernährungswende. Das ist ein bisschen die Story, die uns jetzt hier versucht wurde, gerade zu erzählen. Wir kommen jetzt weg von der sozialen Marktwirtschaft hin zur ökologischen Marktwirtschaft. Und, meine Damen und Herren, das stellt schon auch die Fundamente des wirtschaftlichen Handelns. Es stellt tatsächlich unsere Wirtschaftsordnung infrage. Nicht mehr und nicht weniger hat der Wirtschaftsminister gemacht. Das ist sehr bemerkenswert. Wir haben uns viele Regierungserklärungen anhören müssen von dieser Seite, wo wirklich nichts drin steckte. Das ist schon, gelinde gesagt, ein Hammer. Und jetzt muss ich mal sagen, ich will das auch an einer Stelle, wird es auch sehr deutlich. In seiner Rede hat er das gemacht. Der Wirtschaftsminister hat gesagt, wir müssten mehr differenzieren zwischen Gründern und Start-ups. Was er damit meint, er betont zwar immer irgendwie, dass die Gründer ja auch irgendwo gefördert werden müssen, aber er legt den Fokus auf die Start-up-Szene. Das kann man machen, aber Sie gehen dann auch noch hin und sagen, auch bei den Start-ups müssen dann die Green- und Clean-Tech-Unternehmen, das ist jetzt die Zukunft. Also, wenn es noch an irgendeiner Stelle einen Zweifel gegeben hat, dass genau diese Idee einer ökologischen Marktwirtschaft hier in dieser Rede zum Tragen gekommen ist, meine Damen und Herren, Tariq Al-Wazir mag vieles sein, aber er ist vor allen Dingen nicht dumm. Also, wenn er solch eine Rede hält, weiß er genau, was er damit bezweckt. Meine Damen und Herren, und das ist eine Absage an all die klassischen Wirtschaftsbereiche, die uns dann auch aufgefallen in dieser Regierungserklärung nicht vorgekommen sind. Handel, Handwerk, Industrie, Logistik haben bei dieser Regierungserklärung überhaupt keine Rolle gespielt, sondern es war vor allen Dingen eine Erfolgsstory und eine angebliche gute Erfolgsbilanz. Herr Kollege Tobias Eckert hat auch schon darauf hingewiesen, der KfW-Gründermonitor, von wegen Gründer, sagt nichts anderes aus. Zitat aus der Studie Hessen, dass sich über die vergangenen Jahre sukzessive bei Rang 3 verschoben hatte, auf Rang 3 verschoben hatte, verliert überraschend deutlich und rutscht auf Platz 6 ab. Meine Damen und Herren, auch das, was der Wirtschaftsminister dieser Tage in einem Interview gesagt hat, dass er die Start-ups, vor allen Dingen aus dem Fintech-Bereich, in den nächsten Jahren verdoppeln will, auf 1.000 Start-ups verdoppeln will. Da muss ich mich allerdings fragen, will er diese Start-ups alle selber gründen? Weil da wird nämlich ein ziemliches Delta deutlich. Ernst und Young, die sich nur wirklich mit der Start-up-Szene und im Fintech-Bereich beschäftigt haben, sagen, wir haben, also 1.000, müsste ja, das ist, soll jetzt 500 sein, Ernst und Young sagt, wir haben rund 300 Start-ups in Hessen, und von denen sind gerade einmal 80 aus diesem tollen Bereich, aus dem Fintech-Bereich, den der Staatsminister uns hier immer als die Zukunftstechnologie und als das Erfolgsmodell verkaufen will. Zwischen 80 jetzt und 1.000, was der Wirtschaftsminister will, meine Damen und Herren, da hat aber einer ganz kräftig zu den Zahlen gegriffen, um hier möglichst uns etwas zu suggerieren, was mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Überhaupt nichts zu tun hat. 2016 wurden deutschlandweit 4,3 Milliarden € in Start-ups investiert, davon aber nur 83 Millionen € in Hessen. Das sind schlappe 2%. Berlin, Hamburg, Bayern und Thüringen liegen vor Hessen. Ja, selbst Thüringen. Und, meine Damen und Herren, der deutsche Start-up-Monitor sagt, Hessen liegt mit einem Anteil von 6% abgeschlagen hinter Berlin, NRW, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hamburg, aber immerhin noch vor Sachsen und dem Saarland. Das ist ja eine ganz prima Nummer.
Also eine gute Bilanz, mein Gott, die sieht wahrlich anders aus. Herr Al-Wazir, Sie haben das Thema Start-ups aufgegriffen, aber Sie haben es sehr spät aufgegriffen. Und wo wir dann wirklich in Hessen zurückfallen, ist in den anderen Bereichen, was künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, Big Data, Robotik und andere oder die Genforschung. Bei all den Themen ist der Wirtschaftsminister unsichtbar. Und ich finde es auch bezeichnend, dass es erst Frau Wissler gebraucht hat, um das Thema Flughafen hier einmal anzusprechen. Das ist schon bemerkenswert. 80.000 Beschäftigte ist die größte lokale Arbeitsstätte in ganz Deutschland. Meine Damen und Herren, Herr Al-Wazir, in Ihrer Regierungserklärung sagen Sie keinen Satz zur Zukunft des Flughafens und der Luftverkehrswirtschaft in Hessen. Nennen Sie das wirklich in Perspektivendenken? Ist es ernsthaft die Position, der hessischen Landesregierung, dass der Flughafen und die Luftverkehrswirtschaft keine Rolle mehr spielen sollen? Es wäre die ureigene Aufgabe eines hessischen Wirtschaftsministers, für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens Frankfurt zu streiten. Wo sind Ihre Initiativen zur Abschaffung der Luftverkehrssteuer? Wo ist Ihre Initiative zur einseitigen Belastung wie die Luftsicherheitsgebühren? Wo gehen Sie das große Problem Luftsicherungskontrollen an? Wir sind gemeinsam nach Wien geflogen mit einer Delegationsreise. Die Delegationsreise, die Teilnehmer, die waren ja fast außerhalb des Gebäudes, weil sie Schlange stehen mussten vor den Sicherheitskontrollen. Meine Damen und Herren, hier müssen wir dringend Abhilfe schaffen. Wo ist denn da ein hessischer Verkehrsminister, der sich dafür einsetzt? Und meine Damen und Herren, diese einseitigen Belastungen verhindern Wachstum, verhindern Innovationen und verhindern neue Jobs, die den Flughafen stärken und auch die Stadt Frankfurt auch wieder stärken können. Beim Straßenbau, meine Damen und Herren, Sie sagen ja dann immer, es hätte noch nie so viel Geld gegeben, es wäre noch nie so viel Geld investiert worden wie jetzt. Das stimmt, aber auch noch nie hatte das Land Hessen so viele Steuereinnahmen wie zurzeit. Aber interessant ist ja, was ist denn, wenn wir uns denn mal wirklich mal angucken, wie die Grünen dazu stehen. Es gibt da ein Zitat von 2012 von den grünen Haushaltsanträgen. Die Straßenbaumittel sollen um jährlich 35 Millionen € reduziert werden. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Al-Wazir, man kann ja seine Meinung ändern. Man kann ja dazulernen. Aber das, was Sie hier jetzt machen, uns als besseren Straßenbauminister verkaufen zu wollen, das ist wirklich Spott und Hohn. Und dann gehen wir mal, Sie haben es erwähnt, das große Projekt jetzt ICE-Strecke Fulda-Frankfurt. Also, meine Damen und Herren, das Projekt stammt aus dem düsteren Zeit des finsteren Mittelalters, wo noch Verkehrsminister Rentsch 2013 Verantwortung getragen hat. In dieser Zeit hat die Bahn bekannt gegeben, dass die Planungen für die Strecke Frankfurt-Fulda nun endlich wieder aufgenommen werden. Das ging erst damit einher, als der Bund auch gesagt hat, wir werden dann auch finanzieren. Meine Damen und Herren, das, was Al-Wazir jetzt uns hier als Erfolg verkaufen will, das ist das Ergebnis dieser Vorarbeiten. Und meine Damen und Herren, es ist dann auch schon von meiner Seite auch mal bemerken zu wollen, interessant ist, dass ausgerechnet die damalige Bundesregierung Schröder-Fischer das ICE-Projekt aus Kostengründen auf Eis gelegt haben und es erst mit einer CDU-FDP-Regierung und SPD-Regierung danach und später dann auch wieder auf den Weg gebracht worden ist. Das ist die Wahrheit. So stehen Sie zu dem Ausbauprojekt ICE Fulda-Frankfurt. Meine Damen und Herren, beim Finanzplatz. Der Finanzplatz ist für Hessen einer der wichtigsten volkswirtschaftlichen Bereiche. Und Sie loben sich ja mit dem Fintech-Bereich, und wir haben das auch gar nicht kritisiert. Das ist alles in Ordnung, was Sie an dieser Stelle machen. Das kann man noch mehr machen, aber Sie haben einen Einstieg da gefunden, keine Frage. Aber wenn ich von Ihnen Interviews höre,
wo Sie sich dafür stark machen, dass wir eine Finanztransaktionssteuer bekommen und gleichzeitig Ihre Reden zum Brexit höre, meine Damen und Herren, das passt einfach nicht zusammen. Eine Finanztransaktionssteuer wäre Gift für den Finanzplatz Fulda. Und ich würde eigentlich von Ihnen erwarten, dass Sie nach Berlin reisen und solche Ideen dann versuchen, schon sozusagen in Ihren Ansätzen zunichte zu machen. Meine Damen und Herren, Hessen ist wirklich sehr international, lebt vom internationalen Handel. Wir haben den Flugplatz, wir haben den Finanzplatz, wir haben die Messe, wir haben viele Niederlassungen globaler Unternehmen und mehr als 50%, der Hessen produzieren Waren, die ins Ausland gehen. Vor allen Dingen die chemische und pharmazeutische Industrie und der Maschinenbau hängen in Hessen ganz stark vom Freihandel ab. Und Herr Al-Wazir hat es kurz gestreicht, aber wo ist denn die kraftvolle hessische Stimme für einen Freihandel und die Stärkung Europas? Wo ist das klare Bekenntnis des hessischen Wirtschaftsministers zum Freihandelsabkommen mit Kanada? Es ist doch so, auch da sind die GRÜNEN auf Abwägen und lehnen die Ratifizierung von CETA im Bundestag ab. In der Frage des Freihandels stehen die GRÜNEN und die LINKEN leider Gottes mit dem amerikanischen Präsidenten Trump Seite an Seite. Es ist so. Das ist so. Und wenn ich auf die Webseite des Wirtschaftsministeriums schaue, dann lese ich, aber in der Sache sind Sie sich einig, beide. Das ist schon bemerkenswert, vor allen Dingen, wenn man Herrn Wirtschaftsminister Al-Wazir hier bei seiner Regierungserklärung dann zuhören muss. Wenn ich auf die Webseite des Wirtschaftsministeriums schaue, dann lese ich Pressemitteilungen wie Pedale statt PS, Al-Wazir fährt mit dem Rad zum Landtag. Dann lese ich Mitteilungen zu Feinstaub. Dann lese ich z.B. Spatenstich A44, Sontra West. Das ist dann die Vertreterin des Landes, die Justizministerin, was auch immer die damit zu tun hat. Aber das Wirtschafts- und Verkehrsministerium ist nicht vertreten. Zumindest ist der Wirtschaftsminister nicht da und sein Staatssekretär auch nicht. Herr Al-Wazir, zeigen Sie dann, okay, geschenkt. 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 Dann zeigen Sie mir mal aber bitte Ihre Pressemitteilung, wo Sie sich dann freuen, dass die chemische Industrie in Hessen 40.000 Menschen beschäftigt und 14 Milliarden € Umsatz erwirtschaftet. Dann zeigen Sie mir einmal Ihre Pressemitteilung, in der Sie die hessische Pharmaindustrie dafür loben, dass sie 20.000 Menschen gut bezahlte Jobs anbietet, Milliarden in die Forschung und in die Entwicklung investieren. Es wäre etwas glaubwürdiger, wenn Sie Ihre Parteitag geschenkt, aber wenn Sie an dieser Stelle auch einmal Pressemitteilungen absetzen würden und auch wirklich ein Bekenntnis zu dem Standort Hessen und den Menschen geben würden. Und bei der Frage harte Industriepolitik, dann schauen wir es uns doch einmal an. Wie sieht es denn tatsächlich aus? Siemens in Offenbach. Das werden 700 Jobs gehen dort verloren. Und das ist nicht die einzige Schließung. Conti, damals Weller in Hünfeld, Multipharma in Limburg, Sanofi im Industriepark Höchst, fast 600 Jobs weg. Spezialguts Wetzlar, Insolvenz, Carl Zeiss in Wetzlar, 220 Stellen weg. Bosch Rexroth, 150 Stellen weg. Schließung Rodenstock-Langen, 140 Arbeitsplätze weg. Meine Damen und Herren, die IHK-Studie, das Netzwerk Industrie in der Region Frankfurt-Rhein-Main, kam zu dem Erkenntnis, dass die Rhein-Main-Region längst, das ist das Zitat, längst nicht mehr zu der stärksten wachsenden Region in Deutschland gehört. Das kommt nicht von ungefähr. Der hessische Wirtschaftsminister tut nämlich nichts für die Verbesserung der Standortbedingungen der hessischen Industrie. Im Gegenteil, Stromkosten werden hochgetrieben und die Windkraft wird ausgebaut. Meine Damen und Herren, wir sind leider Gottes mit einem Wirtschaftsminister jetzt hier konfrontiert, der sagt, wir wollen die soziale Marktwirtschaft jetzt etwas ändern in die ökologische Marktwirtschaft. Bei allen Anstrengungen bleibt
für uns als Freie Demokraten die soziale Marktwirtschaft das Leitbild. Das ist wie keine andere Wirtschaftsordnung wirklich das Prinzip, was für freien Wettbewerb und Leistungsgerechtigkeit sorgt. Und was die hessische Wirtschaft jetzt dazu braucht, ist wirklich ein neuer Aufbruch. Notwendig sind neue Impulse, frischer Wind. Deswegen wollen wir die Menschen und Unternehmen von überbordender Bürokratie befreien, Investitionen wieder beflügeln und die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft durch eine forschungs- und gründerfreundliche Innovationspolitik unterstützen. Um Unternehmen und Bürger zu entlasten, wollen wir der Bürokratie einen Preis geben. Warum eigentlich nicht? Wenn der Landesgesetzgeber immer wieder sagt, was Unternehmen alles an Bürokratie zu leisten haben, muss man auch sagen, das bleibt nicht ohne Kosten. Und es wäre vielleicht auch einmal transparenter, man gibt dem einen Preis. Wir wollen, dass Rechtssicherheit passiert, z.B. bei den Ladenöffnungszeiten. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass Gründergeist, Lust auf Freiheit, Lust auf Unternehmen, dass so etwas auch schon wieder in den Schulen gefördert wird. Gründer fallen nicht plötzlich vom Himmel, und es braucht ein gesellschaftliches Klima, das Gründergeist fördert und inspiriert, aber auch Leistungen dann belohnt. Wir wollen in Hessen ein Gründerstipendium auflegen, das auf 2 Jahre angelegt ist und professionelles Coaching bei der Kommerzialisierung von Ideen und Innovationen verbindet. Meine Damen und Herren, was ist eigentlich mit den Patenten, die ungenutzt an den Hochschulen liegen bleiben? Vielleicht wäre es wirklich einmal eine Idee, diese ungenutzten Patente in einem Ausschreibungsverfahren für Gründer auch zugänglich zu machen. Meine Damen und Herren, wir haben einen Wirtschafts- und Verkehrsminister, der mag keine Chemie. Wir haben einen Wirtschafts- und Verkehrsminister, der mag keine Genforschung. Meine Damen und Herren, wir haben einen Wirtschafts- und Verkehrsminister, der mag keine Autos und der mag keine Straßen. Er mag keine Flieger und keine Flughäfen. Dafür mag er aber Windräder. Die mögen wir jetzt wiederum nicht. Es wird wirklich Zeit, dass Sie, Herr Al-Wazir, von Ihrer schweren Last befreit werden. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Frau Kinkel zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Unsere Wirtschaft prägt die Menschen und prägt auch die Gesellschaft. Und deshalb müssen für einen Wandel zu einer ökologischen, zu einer klimaschonenden und zu einer gerechten Gesellschaft besonders auch die Unternehmen einbezogen werden. Und grüne Wirtschaftspolitik erhält die Zukunft. Wirtschaftliche Tätigkeit ist dabei kein Selbstzweck, sondern muss den Menschen dienen und muss Teilhabe ermöglichen. Das sind grüne Ziele für eine nachhaltige Wirtschaft, und daran orientiert sich die Politik der Hessischen Landesregierung und einem grün geführten Wirtschaftsministerium. Hessen geht es gut. Wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote, wir haben eine gute wirtschaftliche Entwicklung, hohe Wertschöpfung und wenig Langzeitarbeitslose. Und deshalb ist aktuell genau die richtige Zeit, um sich um Zukunftsfragen zu kümmern. Und diese Zukunftsfragen betreffen 3 Bereiche. Wir haben erstens die Frage, was können wir in Hessen tun, um eine Klimakatastrophe abzuwenden und den Ressourcenkollaps zu vermeiden, den Bereich Ökologie. Und wir haben zweitens den Bereich Soziales. Was machen eigentlich die Veränderungen der Arbeitswelt, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Industrie 4.0, mit den Errungenschaften der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer? Und wie sichern wir Beschäftigten mehr Teilhabe am Wohlstand zu? Und drittens, wie können Hessens Unternehmen auch zukünftig stark bleiben, um damit in Hessen für Wohlstand zu sorgen und auch die Chancen der Zukunft nutzen zu können? Diese 3 Bereiche, Ökologie, Ökonomie und Soziales, wurden in Hessen in den letzten Jahren konsequent angegangen, um Antworten auf diese Fragen zu geben.
Der ökologische Umbau der Gesellschaft basiert auf 100% erneuerbaren Energien. Die Landesregierung in Hessen hat die Energiewende vorangebracht und den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auf 20% gesteigert. Wir haben in Hessen an manchen Tagen, z.B. am Neujahrstag 2018, bereits eine Komplettversorgung von Strom aus Wind, Wasser und Sonne. Und auch die Energieeffizienz spielt endlich eine Rolle in Hessen und ist damit ein doppelter Gewinn. Denn wenn wir mit weniger Energie die gleiche oder höhere Produktivität haben, dann profitiert davon die Umwelt und auch die Unternehmen. Ein weiterer wichtiger Punkt: In Hessen geht die Energiewende nicht an den Menschen vorbei. An nordhessischen Projekten, z.B. rund um Kassel, sind über 1.000 Bürgerinnen und Bürger über Bürgerenergiegenossenschaften an Windkraftanlagen beteiligt und profitieren damit auch finanziell davon. Das sind gute Projekte, weil dadurch der Gewinn von erneuerbaren Energien in der Region verbleibt. Aber nicht nur der Energieverbrauch ist wichtig und soll, wie vom Wirtschaftsminister schon gesagt, vom Wachstum entkoppelt werden. Damit wir die Klimakrise aufhalten können, muss der Ressourcenverbrauch insgesamt gesehen werden. Und dazu gehört, dass wir auch die Rohstoffproduktivität steigern. Hessen ist nämlich auch ein Industrieland. Das bedeutet zwar, dass wir hohe Herausforderungen haben durch die Chemie- und durch die Pharmabranche, aber auch große Chancen, weil Industrie eben meist ressourcen- und energieintensiv ist. Und genau deshalb ist es richtig, dass das Programm PIUS, also prozessintegrierter Umweltschutz, das Thema Ressourceneffizienz aufgreift. Durch Beratung und Investitionsförderung hilft das Land Hessen Unternehmen dabei, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Und zu einer ökologischen Wirtschaftspolitik gehört auch die Finanzpolitik. Money makes the world go round, das sagt man ja, und deshalb ist hier der richtige Ansatzpunkt, damit es nämlich zukünftig heißt, Money makes the world go green. Vom Finanzplatz Frankfurt geht deshalb mit dem Green Finance Cluster ein klares Zeichen für ökologische Geldanlagen aus. Denn immer mehr Anlegerinnen und Anleger sind ethische und ökologische Aspekte wichtig, weil sie verstanden haben, dass auch diese Entscheidungen direkte Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt haben. Und deshalb ist der Finanzplatz Frankfurt genau der richtige Platz, um Maßnahmen zu erarbeiten in dem Green Finance Cluster, wie Finanzinstrumente auch ökologisch wirken können. Der zweite Bereich ist Soziales. Die Frage, was machen die Veränderungen der Arbeitswelt mit den Errungenschaften der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte und wie sichern wir den Beschäftigten Teilhabe an der Wohlstandsentwicklung? Das ist nicht so einfach zu beantworten, wie Sie, Frau Wissler, suggeriert haben, weil vor allem die Veränderungen durch die Digitalisierung nicht absehbar sind und je nach Branche und nach Unternehmen vor allem unterschiedlich sind. Fest steht aber, dass die Digitalisierung sehr starke Auswirkungen haben wird und sie deshalb politisch gesteuert werden muss, damit auch Datenschutz und der Schutz der ArbeitnehmerInnen auch weiterhin eine starke Rolle spielt. Wir haben in Hessen das Vergabe- und Tariftreuegesetz auf den Weg gebracht. Dadurch werden Tariftreue und Mindestlohnzahlungen zugesichert. Wer in Hessen also einen öffentlichen Auftrag ausführen will, der ist zur Zahlung des allgemeinverbindlichen Tariflohns verpflichtet. Das gilt auch für die Subunternehmer. Das ist meiner Meinung nach ein Gewinn für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die hessische Wirtschaftspolitik denkt aber nicht nur im eigenen Land, sondern auch global. Dazu gehört auch die Entwicklungszusammenarbeit, die wirtschaftliche Konsequenzen in Drittländern in den Blick nimmt. Deshalb haben wir die Mittel für die Entwicklungspolitik aufgestockt, und dafür hat die Landesregierung die entwicklungspolitischen Leitlinien gemeinsam mit den Akteuren erarbeitet. Durch verschiedene Projekte wird wirtschaftliches Handeln gestärkt, und wirtschaftsnahe Maßnahmen helfen Entwicklungsländern bei der Teilhabe an einem fairen Welthandel. Und auch Sozialpolitik ist Wirtschaftspolitik. Deshalb ist der Hessische Lohnatlas, der erstmals aufzeigt, wie groß die Lohnlücke
zwischen den Verdiensten von Männern und Frauen tatsächlich ist, ein wichtiges Instrument. Und daraus wollen wir Maßnahmen ziehen, damit die Arbeit von Frauen besser bezahlt wird und mehr Frauen in Führungsfunktionen kommen. Denn wenn man mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern spricht, dann ist dies durchaus ein Thema. Vielleicht auch aus der Not aufgrund des Fachkräftemangels, aber auch, weil viele Arbeitgeber den Mehrwert von Frauen und das Thema Diversity in Unternehmen erkannt haben. Hier ist der Lohnatlas der erste Schritt, auf dem wir weiter aufbauen werden. Es gibt viele Geflüchtete, die in Hessen Schutz vor Verfolgung und vor Krieg suchen. Um diesen Menschen, überwiegend jungen Menschen, eine Perspektive zu geben, hat die Landesregierung mit dem Programm Wirtschaft integriert bereits über 1.000 jungen Geflüchteten eine Perspektive gegeben. Zukünftig wollen wir noch mehr jungen Menschen eine Ausbildung ermöglichen. Denn Arbeit ist der Schlüssel für Teilhabe und damit auch der Schlüssel zur Integration. All diese Beispiele zeigen, hessische Wirtschaftspolitik denkt ganzheitlich. Der dritte Bereich, Ökonomie. Ökonomie ist die ureigene Komponente der Wirtschaftspolitik. Und die Frage ist, wie können Unternehmen auch zukünftig stark bleiben und damit für Wohlstand in Hessen sorgen und die Chancen der Zukunft nutzen. Aus Sicht der Unternehmen ist der wichtigste Faktor in der Politik nicht etwa eine möglichst liberale Marktgestaltung, wie das die FDP gerne behauptet, oder möglichst strenge Marktvorgaben, wie die Linken auf der anderen Seite gerne hätte. Nein, aus Sicht der Unternehmen ist die wichtigste Anforderung an politische Rahmenbedingungen die Planungssicherheit und die Verlässlichkeit darauf, dass das, was die Politik heute sagt, auch morgen und übermorgen noch Bestand hat. Und die Unternehmen in Hessen können sich darauf verlassen, dass wir heute Wert darauf legen, einen Ausgleich mit der Umwelt zu erreichen und dass wir das auch morgen tun, dass es sich lohnt, in erneuerbare Energien zu investieren und auch in Ressourceneffizienz, weil das auch zukünftig wichtige Faktoren von grüner Wirtschaftspolitik sind. Und umgekehrt ermöglicht die hessische Wirtschaftspolitik Unternehmen auch Chancen zu nutzen. Es gibt eine Vielzahl an Programmen und Unterstützungen, die Unternehmen helfen, einerseits ihre Geschäftsfelder weiterzuentwickeln, Innovationen umzusetzen oder neue Ideen zu testen. Dazu gehören auch Start-ups und Unternehmensgründungen, die ganz besonders auf Unterstützung, gerade in der Anfangszeit, angewiesen sind. Das Tech-Quartier und der Masterplan Start-ups tragen einen wesentlichen Beitrag dazu bei, Ideen von Gründerinnen und Gründern eine Chance zu geben. Und es zahlt sich aus. Wer hätte gedacht, dass Frankfurt einmal in der oberen Liga spielt, was die Anzahl von Neugründungen und die Dynamik von Start-ups angeht? Mehr Gründungskapital zur Verfügung zu stellen, also immer mehr Geld, wie die SPD das fordert, ist ein Weg. Aber man muss auch reflektieren, ob das wirklich zielführend ist. Wir müssen vielmehr daran arbeiten, dass die Menschen wieder Lust auf Gründen und Selbstständigkeit bekommen. Und das trotz der guten Arbeitsmarktbedingungen und trotz dessen, dass man als Fachkraft bei den niedrigen Arbeitslosenzahlen an jeder Ecke sozusagen ein gutes Jobangebot bekommt. Und vor allem müssen wir daran arbeiten, dass Angst vorm Scheitern bei dem Umsetzen einer Idee nicht das größte Hemmnis bleibt, um eine Gründung zu wagen. Die Angst, mit der Idee nicht erfolgreich zu sein, oder aber die Angst von Geldgebern, dass ein unterstütztes Start-up nicht erfolgreich ist, ist doch immer eines der größten Hemmnisse. Und deshalb ist die Vielzahl von Instrumenten, die die Hessische Landesregierung zur Verfügung stellt, richtig und wirkungsvoll an dieser Stelle. Was für die Unternehmen noch wichtig ist, egal ob neu gegründet oder Traditionsunternehmen, von denen wir hier in Hessen auch sehr viele haben, der Breitbandausbau als Autobahn von heute und von morgen. Und auch da kann die Landesregierung beachtliche Erfolge aufweisen. Hessen ist auf Platz 3 der Flächenländer, was die Breitbandversorgung angeht. Und auf dem Breitbandgipfel vor 2 Wochen wurde deutlich, dass Hessen auch jetzt schon in die Zukunft denkt und mit der Gigabit-Strategie gut gerüstet ist.
Frankfurt wird erste Gigabit-Stadt Hessens, und bis 2030 wird jeder Haushalt in Hessen mit Glasfaseranschluss versorgt sein. Und wenn die FDP sich jetzt darüber echauffiert, dass der Ausbau nicht schnell genug geht, dem sei nur gesagt, dass ohne die HGO-Änderungen viele Breitbandinitiativen, die auf kommunaler Ebene entstehen, überhaupt nicht möglich gewesen wären. Und die Telekom und andere große Telekommunikationsunternehmen hätten sich weiterhin nur die Sahnestücke in der Versorgung ausgesucht. Sehr geehrte Damen und Herren, nicht alles, was die Wirtschaft wachsen lässt, nutzt auch den Menschen. Aus diesen urgrünen Gedanken ziehen wir in Hessen die notwendigen Konsequenzen für unsere Wirtschaftspolitik. Für die Zukunft brauchen wir eine neue Definition von Wohlstand in Hessen. Alternativ zum Bruttoinlandsprodukt soll in einem solchen Indikator neben der Wirtschaftskraft auch Faktoren wie der Wohlstand, die Lebensqualität, Zufriedenheit der Menschen und auch der ökologische Fußabdruck eine Rolle spielen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Opposition hat nur einzelne Maßnahmen der Wirtschaftspolitik herausgegriffen und kritisiert. Herr Eckert, Sie haben sich 15 Minuten lang an der Landesregierung abgearbeitet. Ich kann ja verstehen, dass Sie in einer gewissen Weise frustriert sind und verzweifelt sind, weil Sie keine Ansatzpunkte finden über die Kritik. Aber es ist so ein bisschen so gewesen wie beim Hase und beim Igel. Sie haben etwas kritisiert, und dann mussten Sie feststellen, dass die Landesregierung schon längst da war und das schon längst am Umsetzen ist. Was ist die Vision der Wirtschaftspolitik der FDP? Auch das konnte ich nicht ganz heraushören. Die FDP, die ja ganz gerne einmal behauptet, sie hätte die Wirtschaftskompetenz für sich gepachtet. Aber Sie zeichnen ein Bild einer Wirtschaft in Hessen, die Zementierung alter Strukturen, Beton und Kohle ist nicht zukunftsfähig. Und den ökologischen Aspekt habe ich vollständig vermisst in Ihrer Rede. Wobei man ja schon sagen muss, dass Herr Lenders das Wort Ökologie öfter in den Mund genommen hat als Frau Wissler, weil bei Ihnen doch tatsächlich der Aspekt der Ökologie kam nicht drin vor. Sie hätten auch mal vielleicht die Zeit nutzen können, um hier ein Bild zu zeichnen, was denn überhaupt die Linken an Wirtschaftspolitik wollen, weil es geht nicht immer nur darum zu sagen, was nicht funktioniert, sondern man muss auch einmal Ideen vorbringen und Visionen, wie Wirtschaftspolitik aussehen kann. Sehr geehrte Damen und Herren, Ökonomie, Ökologie und Soziales. Die Vereinbarkeit zwischen diesen drei Bereichen ist die Leitlinie von hessischer grüner Wirtschaftspolitik. Und auf diesem Weg haben wir viel erreicht. Ich hatte am Anfang gesagt, Wirtschaft prägt Menschen und Gesellschaft. Unsere grüne hessische Wirtschaftspolitik trägt dazu bei, dass auch die Gesellschaft gerechter, sozialer und ökologischer wird. Und diesen Weg werden wir fortsetzen. Vielen Dank. Danke, Frau Kinkel. Wir sind am Ende der Aussprache angelangt. Damit ist die Regierungserklärung entgegengenommen und besprochen. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, teile ich Ihnen mit, dass noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend zukünftige Einteilung der Wahlkreise, Drucksache 19/6567. Die Dringlichkeit wird bejaht. Damit wird dieser Top 75 und kann, wenn dem jetzt nicht widersprochen wird, mit Top 13 aufgerufen werden.